Und ich gebe jetzt ganz einfach mal weiter an den David Jahn, der ist Landesvorsitzender der Jungen Liberalen und auch die wollen ja Cannabis legalisieren. Voilà! Hallo Handparade! Zunächst einmal, bevor ich jetzt hier meinen Senf abgebe, ich möchte einen riesen Shoutout an die Organisation. Es war so geil, dass wir heute dieses Jahr wieder auf die Hanfparade gehen konnten. Es war eine hammergeile Party. Vielen Dank, es war super organisiert. Vielen Dank an alle, die das hier organisiert haben. Und ich habe mir jetzt überlegt, warum müssen wir ja eigentlich jedes Jahr aufs Neue wieder demonstrieren gehen? Warum passiert nichts? Warum wird Cannabis eigentlich nicht legalisiert? Und ich habe mir überlegt, ich habe mir nochmal die Argumente angeguckt, die ja immer von CDU, CSU kommen, gegen eine Legalisierung. Und da haben wir die Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig, die sagt, es gibt ein hohes Depressionsrisiko beim Cannabiskonsum. Diese ganze Statistik ist komplett fragwürdig. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass Leute, die eher zu Depressionen neigen oder Depressionen schon haben, auch einfach eher zum Cannabis greifen. Sie argumentiert damit, es gibt ein erhöhtes Hodenkrebsrisiko. Ich habe mir die ganzen Nebenwirkungen von Zigaretten angeguckt. Also wenn es danach gehen würde, keine Chance. Aber ich freue mich ja, dass die Union sich Sorgen macht um den Nachwuchs in Deutschland. Aber auch hier gilt bei uns jungen Liberalen immer das Motto, lieber bekifft ficken, statt besoffen Auto fahren. Also vielleicht tut eine Legalisierung ganz gut. Dann gibt es Alexander Kraus, das ist der Gesundheitspolitiker der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Und 2018 berichtete der im Bundestag, er sei geschockt von San Francisco und den Gerüchen in dieser Stadt. Da würde es überall nach Urin und nach Gras riechen. Ich habe mich gefragt, war Herr Kraus eigentlich schon mal in Friedrichshain-Kreuzberg? Was für ihn nach Unfreiheit klingt, ist für manche einfach der Geruch der Freiheit und der Liebe und einer geilen Gesellschaft, wie wir uns sie auch wünschen. Und außerdem, was Herr Kraus auch nicht verstanden hat, ist, dass die Legalisierung nicht Wild West heißt, sondern genau der kontrollierte Verkauf ja dagegen vorgehen kann, dass es eben keine Clankriege gibt. Und auch der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat längst aufgezeigt, dass es keinen Einfluss hat auf den Konsum, ob es legalisiert ist oder nicht. Im Zweifel geht der Konsum sogar runter. Und dann gibt es noch Stefan Pilsinger, das ist der Drogenpolitiker der CSU im Deutschen Bundestag. Und der sagt, Kiffen macht dumm. Und da habe ich mir gedacht, Mann, krass, wie viele Kiffer muss es in der CSU geben? Und auch da die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung widerspricht dieser These schon seit 2013. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Konsum und persönlichem IQ. Und als letztes, es gibt noch Emmy Zollner, die sagt, es ist eine Einstiegsdroge, Cannabis. Aber genau die Politik macht es doch zur Einstiegsdroge. Wir haben keinen Jugendschutz, wir haben keinen Konsumentenschutz. Und wir kommen doch erst dadurch in die kriminelle Schiene rein. Darum müssen wir Cannabis legalisieren, damit wir endlich all das sicherstellen können. Und wir haben es eben schon gehört, wir haben in wenigen Wochen endlich eine neue Bundestagswahl. Und ich gehe jedes Jahr super gerne mit euch hier auf die Straße und demonstriere für die Legalisierung von Cannabis. Aber ich hoffe sehr, dass wir in den kommenden Jahren eine Bundesregierung haben, die das legalisiert, am besten mit FDP-Beteiligung und wir dann hier jedes Jahr einfach Party machen können und diese Bundesregierung abfeiern, die das endlich geschafft hat. Vielen Dank euch. Ja, vielen Dank für den Beitrag an die jungen Liberalen.